Moin, schön, dass ihr einschaltet. Wir schauen uns heute zusammen das Spiel Citadels an, was gerade ja beim Hans im Glück Verlag über Asmodee erschienen ist. Ich habe gelernt, dass es dieses Spiel schon mal gab in einer alten Auflage, die damals hieß Ohne Furcht und Adel. Kenne ich nicht, habe jetzt mal ein bisschen einfach danach gesucht. Das gibt es auch auf Amazon irgendwie noch zu kaufen, das hat mich ein bisschen gewundert. Aber nun denn, es hat sich auf jeden Fall deutlich verbessert, was das Artwork angeht. Also es ist wahrscheinlich einfach ein bisschen aus der Zeit gefallen, wie viele andere Spiele auch. Ja, das Spiel sieht einfach hier wunderschön aus. Das würde ich jetzt über ohne Furcht und Adel nicht unbedingt sagen. Aber ja, es ist von 2012 und es war damals wahrscheinlich hübsch und modern. Und jetzt ist es das eben Citadels. Und ja, das Spiel hier ist für 2 bis 8 Personen. Ohne Furcht und Adel war für 2 bis 7 Personen. Was machen wir? Wir befinden uns in einer mittelalterlichen Stadt und wollen der Bau oder die Baumeisterin des Königs werden. Ziel des Spiels ist es, dass wir mit diesen Städtekarten hier 7 Gebäude bauen, beziehungsweise das 7. Gebäude, das errichtet wird, leitet dann das Ende des Spiels ein. Im Fokus in diesem Spiel steht ein Drafting-Mechanismus, beziehungsweise, ja, es ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall, mit dem jedes Spiel beginnt. Wir haben ein Deck von, im Zwei-Personen-Spiel, von 8 Karten. Wir haben 8 Charaktere. Es gibt verschiedene Szenarien, wir haben hier noch mehr Charaktere, die einfach unterschiedlich zusammengewürfelt, aber im Zwei-Personen-Spiel sind es immer 8 Stück. Die Spieleranzahl verändert aber immer noch mal Kleinigkeiten hier im Deck und auch in der Verteilung und so. Aber ich erkläre jetzt einfach mal grob, wie wir es in 2-Personen-Spiel gespielt haben. Wir haben also dieses Deck mit 8 Personen und zu Beginn jeder Runde ist es immer so, dass zuerst mal eine Karte weggelegt wird und dann würde ich als Startspieler mir einen Charakter aussuchen, der im besten Fall eine Fähigkeit hat, von der ich denke, profitieren zu können. Denn sie haben alle unterschiedliche Fähigkeiten, die sie uns geben. Wir können sie pro Zug ein einziges Mal benutzen. Und im nächsten Zug fangen wir das Ganze oder in der nächsten Runde auch wieder neu an. Das heißt, jeder kann wieder andere Karten bekommen. Ich würde mir jetzt als Startspieler dann irgendwie hier den Bischof aussuchen und dürfte noch eine Karte auswählen, die ich aus dem Spiel nehme für diese Runde, wo ich einfach auch weiß, mein Mit- oder Gegenspieler kann die nicht bekommen. Das heißt, hier kann man natürlich auch taktieren. Dann würde ich ihm die 5 Karten geben und er macht genau dasselbe. Und wir machen das so lange hin und her, bis keine Karte mehr übrig ist. Und am Ende hat jeder von uns 2 Charakterkarten, die er in der jeweiligen Runde spielen kann. Dabei ist jetzt schon mal wichtig, oder beziehungsweise habe ich gemerkt, dass es sehr von Vorteil ist, wenn wir ein bisschen aufpassen, welche Karten könnte denn jetzt unser Gegenspieler genommen haben. Das lässt sich ja zumindest insofern beobachten, als dass man sagen kann, er muss entweder die 2 genommen oder die 5 genommen und eine der beiden weggelegt haben. Das kann manchmal recht wichtig oder von Vorteil sein, weil wir Charakterkarten haben, wie zum Beispiel den Dieb oder die Assassine. Der Dieb, da kann ich, wenn ich den ausspiele, sagen, welchen Charakter ich bestehlen möchte. Und wenn ich wirklich gar keinen Schimmer habe, welcher das sein könnte, den mein Mitspieler oder ein... Im Zwei-Personen-Spiel ist es halt noch ein bisschen, wahrscheinlich ein bisschen, unwahrscheinlicher, dass der eine Spieler jetzt diese Karte hat, als wenn irgendwie fast alle Karten verteilt sind. Und dann ist es natürlich wichtig, dass ich irgendwie einen Charakter konkret benennen kann, den ich jetzt bestehle. Oder hier kann ich auch mal einen Charakter töten. Das würde bedeuten, der Charakter setzt die komplette Runde aus. Das heißt, wenn ich eine der Karten meines Mitspielers habe, dann ist es natürlich von Vorteil, weil ich sie ausschalten kann. Das heißt, er hat nur noch eine von 2 Aktionen und das ist natürlich super. Allerdings muss ich sagen, dass wir das abends gespielt haben und ich eigentlich zu müde war, um so extrem aufzupassen. Aber das ist natürlich bei dem Spiel auf jeden Fall essentiell und von Vorteil, wenn man da ein bisschen aufmerksamer ist. Wozu liegen hier diese Miniatur-Charakterkarten? Die sind eigentlich hauptsächlich eine Gedankenstütze, weil der Startspieler, der durch diese Krone hier markiert wird, der geht jetzt der Reihe nach, wenn wir unsere Karten verteilt haben, geht der die Zahlen von 1 bis 8 durch und sagt die 1,
zwei und wer auch immer die Charakterkarte hat, darf die dann spielen. Das heißt, wir haben zusätzlich zu der Tatsache, dass die Fähigkeiten natürlich unsere Wahl der Charaktere beeinflussen, auch noch die Tatsache, sie beeinflussen auch die Reihenfolge. Das heißt, wenn ich die 8 nehme mit einer guten Fähigkeit, weiß ich aber auch, ich werde die erst ganz zum Schluss spielen können, weil wir halt einfach chronologisch hier vorgehen. Das spielt beides natürlich dann ja in die Auswahl mit rein. Wir haben noch, also ganz wichtig, weil das ja das Ziel des Spiels ist, ja, Gebäudekarten verschiedener Kategorien. Hier einmal mit einem grünen Beutel, blaue, rote und gelbe. Ich weiß jetzt nicht genau die genauen Bezeichnungen. Am Ende bekommen wir allerdings zum Beispiel auch Punkte, wenn wir von jeder Gebäudeart eins gebaut haben. Wir haben zufällig auch noch hier diese speziellen Gebäude. Die haben hier unten dieses lila Siegel oder Wappen oder was auch immer. Ja, wir mischen von den speziellen Gebäuden immer ein paar hier mit in den Stapel der normalen Gebäude. Am Anfang bekommt jeder zwei, nee, vier Karten, vier Gebäudekarten, damit starten wir. Und ja, die müssen wir halt dann in unseren Zügen im besten Fall bauen. Wir starten auch jeder mit zwei Gold. Wenn ich jetzt also sage, wir wären jetzt bei der 5, ich würde meinen Bischof spielen, dann wäre immer das Erste, was ich mache, ich nehme mir zwei Gold. Außer es ist vorher ein Effekt irgendwie eingetreten, dass jemand anders irgendwie meinen Charakter getötet hat oder so, dann kann ich den natürlich nicht spielen, wie eben schon kurz erwähnt. Dann wäre das Nächste, was ich mache, dass ich mir die Fähigkeit angucke und die gegebenenfalls ausspiele, wenn es denn möglich ist. Hier ist zum Beispiel seine Fähigkeit, der Charakter mit der Nummer 8 darf seine Fähigkeit nicht gegen deine Gebäude einsetzen. Nimm dir ein Gold für jedes Religionsgebäude, das sind die blauen in deiner Stadt. Im Moment habe ich noch keine Gebäude, das heißt, ich würde jetzt kein Gold bekommen für ein Religionsgebäude. Das sind aber so Sachen, wenn ich weiß, dass es diese Charaktere im Spiel gibt, könnte ich mir jetzt denken, ich fange mal an, Religionsgebäude zu bauen, weil ich ja eine Chance habe, dass ich den Bischof später nochmal bekomme. Ja, ich kann also jetzt nicht viel mit seiner Fähigkeit anfangen. Das heißt, als nächstes kann ich mir noch aussuchen, ob ich ein Gebäude bauen will. Und die Preise der Gebäude stehen hier links oben. Manchmal gibt es Karten, die erlauben uns, statt Gold irgendwie einen Anteil Karten zu bezahlen oder was auch immer. Ach so, ich hätte mir auch nicht unbedingt zwei Gold nehmen können. Ich kann wählen. Entweder nehme ich mir zwei Gold oder ich nehme mir, ziehe zwei Gebäudekarten und suche mir davon eine aus und lege die andere zurück. Ich nehme nur immer das Gold. Deswegen ist mir das schon in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, ich könnte jetzt sagen, ich baue jetzt mal das Zunfthaus für zwei Gold. Und damit wäre mein Zug vorbei. Jetzt habe ich nur noch eine Charakterkarte übrig. Jetzt wäre erstmal mein Mitspieler dran. Der würde auch entweder zwei Gold nehmen oder er zieht sich zwei Karten, behält eine davon. Und dann ja, würde er jetzt, weil wir bei der 5 schon sind, nee, genau, dann würden wir weiter hoch, weiter gucken. Dann hätte ich erstmal die Baumeisterin, weil die vor der 8 kommt. Er wäre dann später dran. Und so, ja, machen wir eigentlich die ganze Zeit weiter. Wenn wir dann alle unsere Charakterkarten ausgespielt haben, dann würden wir tatsächlich einfach wieder alles mischen und wir würden das Draften von neuem beginnen. Jetzt würde genau der Startspielermarker würde wechseln, das heißt, dass wir abwechselnd auch ja, mal anfangen. Das heißt, da habe ich natürlich den Vorteil, dass ich die Auswahl von fast allen Karten habe. Gut, die erste legen wir verdeckt raus, aber dann ist ja noch ziemlich viel drin. Das heißt, ich habe natürlich einen Vorteil, wenn ich anfange. Es gibt auch über die Karte König die Möglichkeit, wenn ich sie ausspiele, dass ich mir die Krone nehme. Das heißt, ich bin ganz sicher im nächsten Spiel wieder der Startspieler. Ja, und so läuft jetzt die ganze Zeit, bis wir am Ende oder bis der erste 7 Gebäude hat. Und dann würden wir noch so lange spielen, bis jeder, also bis wir beide gleich oft dran waren. Das heißt, meistens ist es dann nur noch ein Zug von einem Spieler, 2, 4, 6, 7. Wenn ich derjenige bin, der die Stadt zuerst vervollständigt hat, dann bekomme ich am Ende nochmal Bonuspunkte. Wenn in dem letzten Zug, den mein anderer dann noch, mein Mitspieler dann noch hat, er auch
er es auch noch schafft, seine Stadt zu vervollständigen, dann bekommt er auch noch Bonuspunkte. Nicht so viele wie ich, aber er bekommt noch welche. Schafft er es allerdings gar nicht, seine 7 Gebäude noch voll zu bekommen, dann bekommt er gar keine Bonuspunkte. Das heißt, ich kann darüber, dass ich die Stadt als erster vervollständige, Bonuspunkte bekommen. Ich kann es sogar noch schaffen, Bonuspunkte zu kriegen, wenn ich es dann in meinem letzten Zug irgendwie noch schaffe. Und wir bekommen am Ende Punkte, wie gesagt, wenn wir jede Gebäudeart einmal gebaut hätten. Hier würden jetzt die grünen, die Handelsgebäude fehlen. Das heißt, hier würde ich diese Punkte nicht bekommen. Und ansonsten zählen wir einfach die Münzen als Siegpunkte. Und das rechnen wir zusammen und dann wissen wir, wer der Sieger ist. Ja, das Spiel ist eigentlich ziemlich simpel. Was ich cool finde, ist, dass wir diese verschiedenen Szenarien haben. Die sind hier nochmal gezeigt. Das heißt, hier wird dann das Deck unterschiedlich gemischt. Einmal das Deck der Charaktere und dann, welche einzigartigen Gebäude wir ins Deck mischen. Es gibt zum Beispiel Charaktere wie die Künstlerin, die kommt immer nur ins Spiel, wenn wir mit 3 oder 8 Personen spielen. Ansonsten würde die rauskommen. Und ja, das war es eigentlich schon. Also das Spiel ist in sich eigentlich ziemlich simpel, was die Regeln angeht. Ich muss sagen, wir fanden das Startdeck, dieses Einführungsdeck, ehrlich gesagt ein bisschen öde. Ich habe mich nämlich extrem auf das Spiel gefreut und dann haben wir so die erste Runde gespielt und ich dachte so, oh nee, jetzt ist es nicht mal so schön, wie ich irgendwie gehofft habe. Und ich war schon kurz davor aufzugeben, da habe ich gesagt, hier komm, dann lass uns noch eine zweite Runde mit einem anderen Deck spielen. Irgendwie hatte ich dann doch noch Bock. Und dann habe ich gemerkt, dass es richtig cool wurde. Also dann hatten wir plötzlich irgendwie viel, viel härtere Fähigkeiten. Wir konnten uns ja, wie man so schön sagt, richtig schön in die Suppe spucken gegenseitig. Und dann hat das Spiel auch angefangen, Spaß zu machen. Und ich finde es jetzt wirklich richtig cool. Mir hat es dann echt Spaß gemacht und ich würde es auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Man muss halt irgendwie ja diesen Mechanismus so ein bisschen mögen. Also wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie keinen Bock auf dieses Draften und es nervt, dann ist das Spiel wahrscheinlich nichts für einen, weil das schon sehr präsent ist und sehr im Fokus steht. Und es ist halt ja, es ist insofern ein bisschen zufällig natürlich, weil ich nicht immer die volle Auswahl habe, was ich hier nehme. Aber ja, dadurch haben wir halt jedes Mal auch andere Bedingungen und müssen uns irgendwie jedes Mal neu an die Situation anpassen, was ich ganz cool finde. Was mich ein bisschen stört, aber was ich halt auch eigentlich ignorieren kann, das muss ich halt selber wissen manchmal. Also es ist nicht oft, dass es einem schadet, wenn man nicht genau aufpasst, welche Zahlen fehlen, was könnte der andere genommen haben. Das kommt halt auch auf so auf die Tageszeit an, ob ich sage, ich habe jetzt Bock darauf extrem zu achten. Also abends, wenn ich das Spiel gespielt habe, war es oft nicht so, dass ich irgendwie dachte, oh, da passe ich jetzt genau auf, weil ich dann auch gemerkt habe, dass ich so konzentriert sein musste, dass ich mich zwischendurch gar nicht unterhalten konnte, weil ich mir immer die Zahlen irgendwie merken musste. Aber ich hatte dadurch vielleicht einmal irgendwie einen kleinen Nachteil im Spiel, wenn ich es nicht gemacht habe. Von daher war das auch zu verschmerzen. Ja, und dann lag noch eine kleine Erweiterung dabei. Das Citadels Metropole Mini-Erweiterung, da sind halt nochmal ja, viele von diesen Spezialgebäuden dabei. Und die haben halt auch oft Fähigkeiten. Also es sind verschiedene Fähigkeiten. Es können Fähigkeiten sein, die erst triggern am Spielende, die mir irgendwas einen Bonus bringen. Es können aber auch Effekte sein, die ich direkt habe, wenn ich die Karte direkt ausspiele. Es können Effekte sein, die ich im Laufe des Spiels einfach, wann ich möchte, ausführen kann. Ich hatte gestern, glaube ich, eine Karte, die, da hätte ich quasi jederzeit im Spiel sagen können, okay, ich zerstöre jetzt das Gebäude irgendwie meines Mitspielers. Ich weiß nicht mehr, wie genau, aber ich hatte irgendeine Möglichkeit, das zu machen. Und das hätte ich zum Beispiel jederzeit im Spiel machen können. Ja, also die habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, die Mini-Erweiterung. Das wird auch sicher noch ein bisschen dauern, weil ich jetzt erstmal finde, dass im Spiel selber genug Erweiterungen dabei, genug Karten dabei sind und ich ja absolut beschäftigt bin damit fürs Erste. Ja, also für mich klarer Daumen hoch, kann ich vorbehaltlos weiterempfehlen. Wenn jetzt jemand schon ja dieses Furcht und Adel-Spiel hat von 2012, kann er sich natürlich überlegen, ob es Sinn macht, sich das noch zu holen, aber ich würde es ehrlich gesagt allein schon aufgrund des Designs machen, weil ich das hier halt echt richtig, richtig cool und gemütlich finde. Ich zeige hier einfach noch mal ein paar Karten und hoffe, dass sie fokussiert sind. Ja, also ich finde es einfach, es ist echt die halbe Miete. Manchmal sagt man ja so, ich auch, dass
Spiele auch toll sein können, wenn sie optisch nicht so super schön sind. Aber natürlich, wenn man irgendwie die Wahl hat, dann freut man sich ja natürlich, wenn man ein Spiel hat, das gut ist und hübsch aussieht. Ja, diese Gebäudekarten finde ich halt auch echt schön. Ja, also toll, tolles Spiel. Ich bin wirklich begeistert. Guckt euch auf jeden Fall an. Ich hoffe, ich habe plausibel und gut genug dargestellt, wie das Spiel funktioniert. Also, weil den Mechanismus irgendwie sollte man grob einfach mal gesehen haben, um zu sagen, ob das was für einen ist, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es vielleicht Leute gibt, die sagen, oh nee, irgendwie ist vielleicht nicht so mein Ding. Ja, so viel erstmal dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ja, viel Spaß mit Citadels, wenn es bei euch einziehen darf.